Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Cyberpunk 2077. So, betritt die gefluteten Tunnel. Sind nur ihr richtet die Sicht oder nicht? So, einen kurzen Mikrofoncheck hier. Gefluteten Tunnel. Okay. Was haben wir hier noch alles? Der Scheißhaus. Welche Pillen, die da rumliegen? Bist du am richtigen Ort? NCPD? Denkregeln? Steuern! Wer braucht schon Steuern? Du bist also die neue Freundin von meiner Ranita, ja? Interessant. Ja, das bin ich. Mein Name ist wie schön, Sie kennenzulernen. Gute Manieren, das überrascht mich. Ich habe gehört, du kommst aus Night City, dort geboren und aufgewachsen? Ganz genau. Haywood ist mein Zuhause. Offenbar haben wir dort ein paar gemeinsame Bekannte. Und jetzt bist du also Söldnerin. Was machst du genau? Jetzt gerade, ich versuche nicht zu sterben. Beim letzten Auftrag lief nicht alles nach Plan, also muss ich das wieder zurechtbiegen. Du bist ehrlich, das gefällt mir. Und was genau hast du mit meiner Enkelin vor? Meinst du es ernst mit dir? Ich gebe mir echt Mühe, alles richtig zu machen. Wir wollen doch alle bloß glücklich werden. Wir wollen doch alle bloß glücklich werden. Glücklich, oder? Ja. Ja, und Judy hat das mehr als verdient. Nun, das war aufschlussreich. Nenn mich ruhig Abuela. Abuela! Und kümmere dich gut um meine Ranita. Ich vertraue dir da. Judy Alves. Hey, ich atme noch. Ich habe eben mit ihr telefoniert. Ich hoffe, sie lässt mich leben. Ich hoffe, sie lässt mich leben. Sie liebt dich. Oh! Danke, dass du mit ihr geredet hast, wie... Ich weiß, sie kann krass rüberkommen. Bist die Beste. Naja, so krass war es jetzt auch nicht. Riet, Erkundungen. Tja, ich habe einen Geisterfreund. Ich habe meinen Geisterfreund gefunden. Tja, ich habe meinen Geisterfreund gefunden, aber das ist doch nichts geworden. Noch eine Sackgasse. Dino. Ach, ich hab hier gelesene Nachrichten anzeigen. Ungelesene Nachrichten anzeigen. Was sind denn das alles hier für Sachen?
mach dann mal alles raus hier. Takemura, ja. In Dogtown sorge ich für die Sicherheit deiner Geschäfte. Solange du dich an meine Regeln hältst. Doch dich, Carnalito. Klingt fair? Heute würde ich dich bestimmt. Finde ich auch. Das wäre alles. Gut, dann werden wir mal hier wieder raustüdeln. Kümmere dich gut um Herr Majesti. Eine zuverlässigere Knarre gibt es nicht. Sie hat mir schon etliche Male den Arsch gerettet. Wäre doch schade, wenn sie nichts mehr zu tun hätte. Hä, welche Knarre? Ich kümmere mich gut um sie. Wir haben unseren Dienst gemeinsam begonnen. Herr Majestri und ich haben gemeinsam das erste Mal ein Leben genommen. Und dann haben wir uns immer umeinander gekümmert. Aber in den letzten 7 Jahren war das eine etwas einseitige Beziehung und sie ist bereit, ihren Dienst wieder aufzunehmen. Eine Königin geht schließlich nicht in den Ruhestand. Das erste Mal, wenn man jemanden tötet, das vergisst man nicht, stimmt's? Ich denke auch noch manchmal dran. Ich war 18 auf meiner ersten Mission. Irgendein Typ wollte mich aufhalten. Einfach irgendein Schläger. Reed sagte mir damals, du darfst ihn nicht als Person sehen, sondern als Hindernis, das du überwinden musst. Und das war's dann. Und du, dein erstes Mal? Hab einen Junkie ein Messer in die Rippen gerammt, weil der einen meiner Schoms abstechen wollte. Wir waren 13 oder so. Der Typ war alt, total abgemagert, mit einem kaputten Cyberarm. Ein Veteran aus irgendeinem Krieg, der jeden Tag auf der Straße gebettelt hat. Ich konnte ihn eigentlich gut leiden. Will jetzt ehrlich gesagt nicht drüber nachdenken, aber irgendwie erinnert es mich auch daran, warum ich mich um das hier und jetzt kümmern muss. Mir läuft die Zeit davon. Warte. Warum? Was ist das für Dinger, die hier abstürzen? Wo ist das jetzt abgestürzt? Da hinten oder was? Sind das irgendwelche Sachen, die man hier brauchen kann oder sowas? Keine Ahnung. Eigentlich müsste man mal nachgucken. Lass mich mal da gucken. Junge. Bin noch nicht mal so weit. Da ist auf jeden Fall was runtergekommen und ich will das haben. Wir warten noch kurz, bis E wieder voll ist. E! Wir haben ja Zeit.
dann werden wir den mal hier schön. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen Luft tanken hier. Ja, beschissenes Grauen. Sind da noch mehr? Komm raus! Ich will in die Pause! Oh, das sind ja so eine Menge noch. Komm einfach raus, verdammt! Ah da, warum habe ich hier nicht? Willst du etwa Verstecken spielen? Bist du fünf? Was jetzt? Dachte. Das ist eine Überlastung. Hm. Wo ist die Missgeburt hin? Come on. Audioschock überhitzen. Nicht Audioschock. Den jetzt einen Audioschock gegeben? Nee. Warum gucke ich überhaupt? Sind die schon wieder kaputt? Ach! Dem Ripper die Eier ab. Das ist der letzte. Sehr gut. Seht ihr? Sehr gut. Das lief doch super. Wieso hat der eigentlich nicht irgendwas vernünftig bei? Ich wollte ja nur mal gucken hier. Guck mal, hierzu ja so eine gelbe. Netrunner. Iron Sarin. Befehle von Dodger. Fallschirmabwurf für die Voodoo Boys in Dogtown. Netrunner-Ausrüstung. Die VOBs. Holen sich den Container selbst ab. Sagt ihnen Bescheid, wenn ihr fast in Dogtown seid. Gebraucht werden Stühle, bla 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 bla. Okay. Hier verklingt. Warte, hier war doch irgendwo. So, FF. Sehr gut. Haben wir den ganzen Klumpatsch bekommen? Was ist der da?
Ist das hier ein Graffiti? Geht gleich los. Ach, hier habt ihr Relic-Punkte. Okay. So. T, ja. T. Beschäftigt. Hey du. Ich bei dir, bla bla bla. Mann. Junge, die hat's aber nötig. Okay, wir haben auf jeden Fall. Aber ist das jetzt das gewesen, wo ich sagte, das sind die Dinger, die hier immer runterkommen? Sind das die? Wo sind mein Moped? Na, du bist jetzt in Dogtown, wäre ich. Auf jeden Fall gehört die ganze Ausrüstung jetzt uns. Du glaubst nicht, was die Arschkrampe gesagt hat. Noch morgen zu mir nach. So, wie gesagt, wir müssen hier mal noch die Tunnel betreten. Das wäre alles. Wir sollen immer noch die Tunnel betreten. Gut. Sind wir da. Dann gib mir mal einen Speicher. Speicherpunkt. Ich habe jetzt zum Beispiel bei meiner Music-App, ich habe ja Amazon Music, habe ich jetzt angefangen. Mir Musik in Playlist zu hauen von Cyberpunk. Aber. Warte mal. Ach, die muss da hin. So, okay. Ziehen sich alle hier irgendein Zeugs drin hier. Das alleine schon diese Silhouette hier. Ist dir kalt? Das lässt sich ändern. Hey! Hast du meine Kippe? Nee, hab aufgehört. Rauchen bringt dich ins Grab. Rauchen bringt dich ins Grab. Was sagt er in der Stadt hier, wisst ihr? Oh, was für ein Saustall. Meine Mutter wartet auf mich. Reed, hörst du mich? Bin jetzt im Gang. Laut und deutlich. Bin auch in Position. Zum Prototypen. Ich würde gerne scrollen nach oben. Ich sehe hier gerade. Was ist denn hier? X, X, Z? Ach hier. Vor ein paar Tagen haben Scavenger einen Konvoi überfallen, der vom Stadion zurückkam. Ich habe gehört, dass dein Bekannter Hassan aus dem Hochhaus mit dir sprechen möchte. Natürlich habe ich ihm nicht deine Nummer gegeben, aber wenn du mit ihm reden möchtest, sind hier seine aktuellen Koordinaten. Hassan, der Chom zieht doch bloß Ärger an. Sehr witzig, wenn du das sagst. Wie so oder so findest du ihn in den Lagershore-Stacks. Okay.
die Tunnel. Zieh den Taucheranzug an, bevor du... Achso. Und wir ziehen den an, weil im Outfit hier, oder? Ich bin im Wasser. Gut, such einen Weg zur anderen Seite. Ich erkunde bis dahin die Gegend ums Hotel. Hansen hat bestimmt die Tunnel fluten lassen. Haben wahrscheinlich nicht genug Leute, um alle Eingänge zu bewachen. Das ist ja abgefahren. Ich habe eine Lücke in ihrer Abwehr gefunden. Sollte gleich drin sein. Out. Jesus Maria. Gut, dass ich keine Platzangst habe. Alter Falter, wa? Ich habe jetzt die Patrouillenrouten im Kopf. Kann mir ungesehen einen Weg bahnen. Zu spät gesehen. Fuck it. Hab zu spät gesehen. Kleid mit Muscheln. Da wir nicht genügend Leute haben, um die Tunnel zum Wartungsbereich in beide Richtungen effektiv zu sichern, hat Colonel Hansen uns befohlen, die Kellerbereiche unter dem Black Sapphire umgehend zu fluten. Dies ist zu erledigen, sobald die nötigen Geräte angekommen sind. Die Lastwagen sind schon unterwegs. Die Aufgabe wird von Unteroffizieren geleitet, die ich persönlich auswählen werde. Jago. Funktioniert hat denn?
Okay, warte mal. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Zieh dich da einfach da raus. Ach, macht sie ja auch. Die hat bloß nicht reagiert, die Eule. Was war denn das jetzt da? Oh, ich hasse das. War doch jetzt irgendwas. Irgendwas haben wir übersprungen gerade. Leck mich doch. Hallo? Alter, ich will das nicht. Wie, ich muss jetzt weiter mit diesem Ding hier laufen hier? Warum das denn? Bist du sicher, dass es im System ist? Dann ist es nämlich gestohlen. Scheiße. Oder ich bin blind. Such weiter. Der Scheiß steht eindeutig auf meiner Liste. Wie? Noch da? Klar. Bin am Tor zum Lagerhaus. Du musst das Gebiet sichern und das Tor von innen öffnen. Okay. Ich hab ja keine. Ach du Scheiße, ich hab ja keine. Ich kann ja nicht E benutzen, Alter. Warum darf ich ihn hier nicht E benutzen, sag mal? Erstmal will ich hier das raus hier haben. Junge, heb mir jetzt verdammt nochmal. Hier, ablegen. Ach so, es ist gesperrt. Ich kann mich nicht umziehen. Ich muss hier mit diesem Ding hier weiterlaufen. Alter, wie scheiße ist das denn?